In Aufgabe 8.1 geht es um das Problem CFG-Palindrom. Bei diesem Problem haben wir eine kontextfreie Grammatik gegeben und sollen entscheiden, ob die von der Grammatik erzeugte Sprache ein Palindrom enthält. Wir sollen in dieser Aufgabe nun zeigen, dass das Problem CFG-Palindrom unentscheidbar ist. Hierzu sollen wir eine Reduktion von dem Postsche Korrespondenzproblem auf CFG-Palindrom angeben. Denn wir wissen bereits, dass PCP unentscheidbar ist und nach Lemma 14.3 wäre damit auch CFG-Palindrom unentscheidbar. Zur Erinnerung, bei dem Postsche Korrespondenzproblem haben wir eine Folge U1, V1 bis UK, VK von Paaren von nicht leeren Strings gegeben und möchten wissen, ob es eine Indexfolge I1 bis IN gibt mit N größer gleich 1, sodass der String UI1 bis UIN gleich dem String VI1 bis VIN ist. Für die Aufgabe haben wir einen Hinweis gegeben, der die folgende PCP-Instanz betrachtet. Die Lösung der PCP-Instanz sieht wie folgt aus. Des Weiteren sagt der Hinweis, dass wir das Palindrom ABBAB Trennzeichen BABBA aus einer Grammatik ableiten sollen, die wir aus dieser PCP-Instanz konstruieren. Jetzt gucken wir uns noch an, wie dieses Palindrom aus den Paaren von Wörtern konstruiert wurde. Das Präfix des Palindroms bis zum letzten B vor dem Trennzeichen erhalten wir einfach durch die Aneinanderreihung der ersten Elemente unserer Paare in Lösungsreihenfolge. Analog funktioniert das Ganze für die Suffixe beginnend bei dem ersten B nach dem Trennzeichen, allerdings betrachten wir hier die zweiten Elemente der Paare in umgekehrter Reihenfolge. Um nun eine Reduktion von PCP auf CFG-Palindrom zu erhalten, brauchen wir eine Reduktionsfunktion, die das Ganze verallgemeinert. Diese Reduktionsfunktion sieht wie folgt aus. Gegeben eine PCP-Instanz Z, bestehend aus nicht leeren Paaren von Strings U1, V1 bis UK, VK, erzeugen wir eine Grammatik, die vom Startsymbol aus folgende Regeln ableiten lässt. Für jedes Paar UI, VI können wir UI, Startsymbol, VI in umgekehrter Reihenfolge ableiten. Des Weiteren können wir vom Startsymbol aus die Variable U ableiten. Auf der rechten Seite von U haben wir Regeln analog zu den Regeln vom Startsymbol, nur dass hier das Startsymbol durch das Trennzeichen ersetzt wurde. Hierdurch stellen wir sicher, dass das Trennzeichen in jedem String, den wir aus der Grammatik ableiten können, enthalten ist. Die Variable U existiert hier nur zur besseren Lesbarkeit, all die Regeln auf der rechten Seite von U hätten auch direkt vom Startsymbol aus abgeleitet werden können. Nun haben wir also eine Reduktionsfunktion, die aus jeder PCP-Instanz Z eine Grammatik erzeugt. Jetzt ist noch wichtig, dass die Reduktionsfunktion total und berechenbar ist, und total ist sie, denn wie gerade gesagt, können wir für jede PCP-Instanz eine entsprechende Grammatik erzeugen, und berechenbar ist sie ebenfalls, denn wir können einen Algorithmus angeben, der aus jeder PCP-Instanz eine Grammatik erzeugt, die der oberen Form entspricht. Sei nun GZ die für eine PCP-Instanz Z durch die Reduktionsfunktion F erzeugte Grammatik. Jetzt bleibt zu zeigen, dass die PCP-Instanz Z genau dann eine Lösung hat, wenn die von GZ erzeugte Sprache ein Palindrom enthält. Diese Aussage werden wir jetzt in zwei Schritten zeigen. Zunächst zeigen wir, dass wenn die PCP-Instanz Z eine Lösung hat, dass dann auch die von GZ erzeugte Sprache ein Palindrom enthält. Und im zweiten Schritt zeigen wir dann, dass wenn die von GZ erzeugte Sprache ein Palindrom enthält, dass dann auch die PCP-Instanz Z eine Lösung hat. Kommen wir nun also zum ersten Schritt, in dem wir zeigen wollen, dass wenn die PCP-Instanz Z eine Lösung hat, dass dann auch die von GZ erzeugte Sprache ein Palindrom enthält. Wie bisher sind die Paare U1, V1 bis UK, VK unsere PCP-Instanz. Wir wissen, dass diese PCP-Instanz eine Lösung hat, also existiert eine Indexreihenfolge I1 bis IN, sodass der String UI1 bis UIN gleich dem String VI1 bis VIN ist. Also ist auch der String UI1 bis UIN Trennzeichen VIN in umgekehrter Reihenfolge bis VI1 in umgekehrter Reihenfolge ein Palindrom. Das Ganze können wir auch analog zu dem Hinweis am Anfang visualisieren. Dieses Palindrom können wir zudem aus der Grammatik GZ ableiten. Hierzu müssen wir die Regeln nur entsprechend der Indexreihenfolge, die der Lösung der PCP-Instanz entspricht, anwenden. Somit haben wir gezeigt, dass die von GZ erzeugte Sprache ein Palindrom enthält und damit die erste Richtung bewiesen. Die zweite Richtung, nämlich zu zeigen, dass wenn die von GZ erzeugte Sprache ein Palindrom enthält, dass dann auch die PCP-Instanz Z eine Lösung hat, funktioniert ziemlich analog. Denn wenn die Sprache ein Palindrom enthält, dann gibt es auch eine Ableitung, die dieses Palindrom erzeugt. Sei nun die folgende Ableitung eben die Ableitung, die das Palindrom erzeugt.
Wenn diese Ableitung allerdings ein Palindrom erzeugt, dann gilt aber auch, dass der String UI1 bis UIN gleich dem String VI1 bis VIN ist. Also ist insbesondere die Indexreihenfolge I1 bis IN eine Lösung für die PCP-Instanz Z. Damit haben wir auch die zweite Richtung gezeigt. Jetzt können wir uns noch fragen, wofür genau wir das Trennzeichen benötigen. Das Trennzeichen ist allerdings genau deswegen wichtig, weil wir sonst für PCP-Instanzen, die gar keine Lösung haben, Palindrome ableiten könnten. Ein Beispiel für eine solche PCP-Instanz ist unten angegeben. Damit haben wir dann die Aufgabe 8.1 erfolgreich gelöst. Wie bei meinen anderen Videos gilt auch, dass ich einige Erklärungen nur mündlich gegeben habe und ihr diese für eine erfolgreiche, vollständige Lösung natürlich verschriftlichen müsstet.